neue Roomtour von Jambarokity Boy. Ich muss euch etwas zeigen. Zum letzten Mal plus meine neue Wohnung. Boah, ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr surprised. Weil ich habe so ein paar kleine Dinger schon in Dings gesehen in seiner Instagram-Story. Oh, das sah schon sehr cool aus. Allein sein Streamingzimmer und so. Leute, was geht? Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr habt es im Titel schon gelesen. Ich muss euch was zeigen. Ein letztes Mal. Ich weiß nicht, ob mir ein besserer Titel eingefallen ist. Kann ja sein. Ansonsten werden wir es einfach dabei belassen. Ich hoffe, ihr habt einfach auf das Video geklickt. Leute, es ist soweit. Mein Lager ist zu 90% fertig. Und da ich für diese Woche kein Video hatte, dachte ich einfach, ich zeige euch mal den neuesten Stand. Das hatte ich euch auch versprochen gehabt, wo die Halle hier leer war. An alle Leute, die nicht Bescheid wissen, um was es geht. Naja, ich erwähne es fast in jedem Stream, in jedem Video. Ich habe die Leute schon damit genervt mit dieser Halle. Aber ja, ich habe eine Halle. Das ist die Dollars and Isians GmbH. In einer Hälfte wird Dollars and Isians GmbH, Junge, let's go. ...gedreht und in der anderen Hälfte wird die Logistik gemacht für die Klamotten. Das ist sehr peinlich. Das hätte ich heute eigentlich gar nicht stehen dürfen. Heute haben wir ausnahmsweise die Leisten angemalt von den Scheiben, die in meinem Streamingraum eingebaut worden sind. Und deswegen steht das hier leider noch. Aber ja, kann man nicht ändern, scheiß drauf. An alle Leute, die das erste Video nicht gesehen haben, ich werde das mal hier verlinken. Ey, man muss aber auch zugeben, Chat, egal was man von dem Mann hält, er ist in letzter Zeit am Hustlen, er ist am Arbeiten, wirklich. Das ist krass. Also er steckt da auch wirklich sehr, sehr viel Liebe rein. Ist nicht dieses typische Influencer-mäßige, ey, ich baue mir eine Marke auf und ich scheiß drauf und nehme das gefühlt gar nicht ernst. Guckt euch das Video an, die Halle war sehr nackt, alles war kalt und grau, wir hatten keine Räume. Und jetzt gucken wir einfach mal und vergleichen, was sich verändert hat. Eventuell werde ich Rudi sagen, dass er hier noch ein paar Bilder einblenden soll von meinem alten Video, falls ihr zu faul seid, das Video zu gucken. Nee. Ja, wir machen das, ich glaube, das kommt cooler. Wo fangen wir an? Er hat nicht eingeblendet. Bester Mann, Rudi. Am besten an. Ich würde sagen, in der Küche / Büro von meiner Mutter. Ihr seht, das alles gab es eigentlich gar nicht. Diese Regipswände haben wir alle aufgebaut und bemalt. Und ja, jetzt fangen wir an. Los geht's. Ist schon ein cooles Gefühl, Bro. Wo ist der Lichtschalter? Bleibt da stehen. Willkommen in der Küche. Ihr seht, es ist einfach ein Raum entstanden. Hier war ein... Das sieht voll gemütlich aus. Ich hab vorher gar nichts. Regipswände, spür mal die Decke. Haben wir schwarz bemalt. Schönes Laminat. Ami, was sagst du? Das sieht echt schön aus. Ich weiß nicht, so vielleicht wir haben unterschiedliche Geschmäcker, aber ich bin voll der Fan von sowas, dieses schlichte, holzmäßige Grau, Schwarz, Weiß. Ich mag das Todes. Sehr schön, wa? Was sagst du, Küche? Sehr schön. Klein, aber fein, oder? Smart und schön. Smart und schön, okay. Boah, gib mir eine Red Bull. Naja, brr. Nicht geplant, aber lass es einfach mal dran. Brr. Der Teppich? Dieser Teppich kommt in meine Wohnung rein. An der Stelle bleibt bis zum Ende des Videos dran. Ich werde euch auch die neue Wohnung zeigen, wo ich jetzt inzwischen wohne. Ey, John, ich... Also ich finde, das sieht richtig gemütlich aus. Das Ding ist halt erstmal wegen der Halle. Ich hatte so, kennt ihr das? Manchmal solche Gebäude, die fühlen sich nicht so gemütlich an. So, die fühlen sich einfach nicht gechillt an. Man fühlt sich da nicht wohl. Aber jetzt, wo ich diesen Raum sehe, das fühlt sich schon so ein bisschen heimlicher an. Wird das voll süß. Du behältst hier die ganzen Zuschauerpakete, die dir zugesendet werden. Ja, ich habe meiner Mutter gesagt, die sollte die nicht tun. Aber trotzdem sind die wieder hier gelandet. Ups. Oh nein. Perfekt. Davon distanzieren wir uns. Das kann so bleiben. Da war sucht die. Wie es ist. Und wer ist der fette Junge hier? Hier habe ich auch noch die alte Marke an. Also falls mich jemand noch einmal malen möchte mit der neuen Marke, könnt ihr gerne machen und mir zuschicken. Ich habe euch mal die Adresse in der Beschreibung geschrieben, falls ihr mir Zuschauerpakete zuschicken wollt. Und wer soll das sein, Meadow? Slashes. Okay, raus aus der Küche. Das war's von der Küche / Büro. Normalerweise müssten jetzt noch Tische und Stühle sein auf Büro-Style, aber ich habe die Pakete nicht annehmen können, weil ich verschlafen habe. Montag. Das ist auch der Büroraum von seiner Mama, oder? Oder war das ein anderer? Ich bin jetzt irritiert. Das ist der Raum, gell? Da wird auch seine Mama arbeiten, meinte er, glaube ich. Okay, ja, Mutter. Okay, dann. Nochmal, dann baue ich alles auf. Weiter geht's. Hier gab es tatsächlich auch nichts. Das sieht auch voll clean aus, Chat. Das sieht cool aus alles. Hier war nur eine Treppe, die Richtung Mezzanine geht, zu meinem Streamingraum. Mehr war hier nicht. Auch hier haben wir Regisplatten gemacht, meine Damen und Herren. Und ich habe mich nicht lumpen lassen und habe zwei Küchen gebaut. Eine für mich und eins für die Gäste. Für die Gäste. Zwei Küchen oder zwei Toiletten? Zwei Küchen, sagt er. Ich dachte schon. Du hast Küchen gesagt. Echt? Hey! Wir zwei Toiletten. Diese Logos kennt ihr vielleicht noch aus meiner alten Wohnung in Istanbul. In meinem Streamraum habe ich auch noch zwei große, die zeige ich euch gleich. Kommen wir zur ersten Toilette. Ey, ich hatte so Angst vor der Toilette hier, ne? Ich sage euch auch, warum Amir Angst hatte. Ich versuche gerade ein bisschen meine Kindheit nachzuholen. Ihr wisst, ich gehe nicht feiern, habe noch nie Alkohol getrunken, aber so langsam wird es Zeit. Hat jemand eine Disco bestellt? Der grüne Halt geht. Bruder, die Wish-Produkte sind am Start. Was zur Hölle? Hier immer kacken. Hier kann der ein oder andere Gast, vielleicht sogar ihr mal in der Zukunft, hinkommen, um zu scheißen. Wie findest du die Tapete? Aber wieso die LEDs? Was ändert das am Schiss? Sorry für die Aussage, aber wofür? Schön, Marmor-Style. Hat jemand einen Marmor-Style-Stetter da? Hier noch einen kleinen Schrank. Für einen Fernseher. Kein Fernseher. Handtücher und so weiter und so fort. Ja, jetzt gehen wir zu der Toilette, auf die keiner darf. Das ist nämlich meine Toilette. Hier gehen nur... Junge, wie unnötig sind diese LEDs? Ich
scheiße. Auch hier natürlich mit Diskothek. Ich wollte das nicht. Keine Ahnung. Junge, wie das flackert auch. Das ist so voll creepy. Ey, stellt euch vor, ihr kommt diesem Flur entlang, die Tür steht offen und diese Klo-LEDs sind an. Keine anderen Lichter, überall Stromausfall. Du siehst, wie das Klo flackert. Plötzlich, du guckst rein, da springt eine Ratte in dein Gesicht. Ich weiß nicht, wie Idee das war, aber es ist einfach da. Guck mal, es ist auf einmal gelb, alles ausgegangen. Auch hier sind wir schlicht geblieben, wie in der Küche, haben wir auch schöne Fliesen meiner Meinung nach ausgesucht. Ich mag diese Farbe, Bruder, sehr entspannt. Ich finde, deine Lagertoiletten sehen besser aus als Hilton Hotel. Da hast du wirklich recht. Ein Waschbecken? Boah, das sieht wirklich sehr cool aus. Also ich feiere es generell, dass alles so clean ist. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ihr kennt das doch erst recht bei uns, so Leuten auch wie Jan und so. Bro, wir richten etwas schön ein und dann nach 2 Wochen sieht das aus wie Scheiß. Ein Spiegel. Was willst du mehr, Bruder? Was hat sich in diesem Lager noch versteckt? Oh, meine Autos. Also ihr seht, einmal unser Geschäftswagen. Das habe ich natürlich, um meine Geschäfte auszuführen. Und Mama, das ist jetzt mal die Wahrheit. Junge, das sind schon sehr schöne Autos. Sieht sehr fresh aus, Mashallah. Also generell für alles Mashallah und Allahumma Barik. Ich habe in meinem Video nur so getan, als ob das meine Mutter gehören würde. Wegen den Aufrufen. Ehrenheuchler. Jetzt ist die Wahrheit raus. Nein, Spaß beiseite, das ist natürlich Mamas Auto. Zwischendurch fahre ich dann auch, weil das Auto ist wirklich sehr schön. Mit dem Teppich bin ich noch nicht zufrieden. Ich wollte eigentlich einen roten Teppich haben, weil es mich... Bro, wie groß das Auto auch ist im Vergleich zu dem, gell? Das ist so krass, Freunde. Das ist gefühlt ein Tank neben dem. Hier zu grau ist, Bruder. Auch wenn es sehr schlicht und schön aussieht, muss auch ein bisschen Abwechslung her. Also, die Wände haben wir gestrichen. Ihr seht selber, die waren vorher sehr kahl und grau. Jetzt sind sie dunkelgrau-braun und oben ist weiß. Und ich bin immer noch am Schwanken, wie ich das hier machen soll. Ob ich mein Logo da oben nochmal hinmalen möchte, dass das Dollarzeichen, das gebrochene Herz da ist, ganz groß. Oder dass das... Der R8 ist flach, Bruder. Bro, ich weiß. Alim hatte ja damals kurz R8. Ey, darüber will ich nicht reden, ja? Das war die schlimmste Fahrt meines Lebens, Chat. So lasse, weil ich habe sowieso schon im Mainstreaming-Raum die Logos an der Wand und hier in der... Ey, nein, ich erzähle euch das. Wisst ihr, was passiert ist? Auf jeden Fall, Alim hatte sich ein... War das ein RS7? Ja, ein RS7 geholt. Und bevor der RS7 kam, hat er kurz übergangsweise ein R8 bekommen. Und R8 ist ja so ein sehr tief liegendes Auto, einer. Also ich kenne mich mit Autos nicht so krass aus, aber ich erzähle euch, wie ich es im Kopf habe. Boah, und dann kennt ihr das zum Beispiel, irgendwo ist ein Fitnessstudio und da ist eine Einfahrt. Also hier ist beides hoch und da zum Beispiel hier mittendrin ist die Einfahrt. Checkt ihr? Checkt ihr, worauf ich hinaus will? Also ihr müsst das verstehen, sonst ihr werdet die Story nicht checken. So zum Beispiel, hier ist diese bisschen Höhe und da ist zum Reinfahren, so diese Öffnung. Checkt ihr? Hier das, diese Dinger. Da war so dieses Ding, aber nach diesem Ding war halt kein Ding mehr. Also das ging so rein, damit du in den Parkplatz reinfahren kannst, um da zu parken vor dem Fitnessstudio. Er fährt da mit seinem R8 mit mir hin. Da passen ja nur 2 Leute rein. Bro, er fährt hier drauf. Aus Versehen. Er dachte, das ist die Einfahrt. Er fährt hier drauf. Das Auto macht so richtig hässliche Geräusche. Bro, wir kriegen Schock. Wir sterben. Ich sag so, Alim, was machst du? What the fuck? Auf jeden Fall unten, das Auto stirbt. Eigentlich so, wenn du schon eh drauf bist, du fährst einfach drauf, gell? Du bist ja schon fast fertig. Wisst ihr, was der Brain Alim macht? Er ist schon fast drauf. Es hat schon den Schaden genommen. Alim fährt nochmal zurück. Rückchat. Es macht nochmal diese Geräusche. Das war so schlimm. Ich sag so, Bro, was machst du? Wieso hast du das gemacht? Alim so am Lenkrad. Ich weiß nicht, Bro. Das war Katastrophe. Dieses Auto auseinandergenommen. In der Podcast-Ecke will ich ja auch noch was machen. Komm mit. Ja, ja, das war so ein noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Da draußen ist die Podcast-Ecke, wo ich in Zukunft mehrere Gäste versuche hier einzuladen, mit den Talks führe, um das auf dem zweiten Kanal hochzuladen, damit wir auch mal ein bisschen hochwählen. Boah, sieht auch sehr nice aus. Fresher Couch, fühle ich. Den Content haben. Das sieht aber aus wie diese Couchen, die man hier in der Türkei kennt. Ich glaube, jeder, der türkische Möbel gesehen hat, weiß, was ich meine. Die sehen alle so aus. Alle Möbel, die ihr hier seht, habe ich von Demir Home bekommen. Ist auch ein sehr guter Freund von uns aus Essen. Checkt auf jeden Fall seine Möbel ab. Ich glaube sogar, dass ich ihn irgendwann auch mal hier einladen werde und mit ihm Talks führen würde, weil er hat auch eine schöne Lebensgeschichte, wie er sein Business von 0 auf 100 aufgebaut hat. Also, gewöhnt euch nicht allzu sehr an diese Möbel. Die stehen hier wirklich nur provisorisch, weil wir andere bestellt haben. Auch wenn die jetzt gut aussehen, ich habe tatsächlich andere bestellt. Ich blende euch mal hier ein Bild ein von dem Sofa, was ich bestellt habe. Boah, doch, das feiere ich mehr. Ich muss zugeben, das sieht schon sehr cool aus, Bro. Habe, dann könnt ihr ja mal vergleichen, welches ihr schöner findet. Das hier oder die hier? Weiß ich nicht. Könnt ihr gerne entscheiden, dann können wir immer noch spontan gucken, wie wir das machen. Bei dem Podcast habe ich mir das so überlegt. Ey, welches findet ihr besser? 1, das, was hier steht, oder 2, das, was er gezeigt hat, was er sich noch holt? Ich fand 2 viel besser. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2. Ja, fühle ich, Chat. Dass ich das als Videoformat hochladen möchte, aber auch gleichzeitig auf Spotify hochladen werde. Als Videoformat wird es tatsächlich so aussehen, aber wir gehen mal ein bisschen nach hinten, ein kleines Stück. Ein Mikrofon wird hier stehen, ich werde mit dem Gast hier sitzen und mit ihm halt in die Augen schauen und miteinander reden. Das wird auf jeden Fall cool kommen. Hier werden wir noch eine Softbox kaufen, eine große, damit das Licht hier auch ein bisschen schöner ist. Und jetzt ist die Frage, da könnt ihr auch gerne kreativ sein, wie wir unsere Logos hier
nochmal anfertigen wollen. Ich möchte schon, dass hier Dauerwerbung entsteht, weil diese Videos werden sehr oft gerippt und auf TikTok hochgeladen mit trauriger Musik. Dann sollte man wenigstens auch die Logos im Hintergrund sehen, weißt du, ich meine? Ja, gucken wir mal, ob wir LED-Lichte hinholen werden oder ob ich das hier auch malen werde. Kommen wir zum Highlight der Halle. Wir gehen jetzt in meinen Streaming-Raum. Boah, jetzt der Streaming-Raum, der war krass. Den habe ich in der Story gesehen, Chat. Wirklich, ich habe dem sogar gesagt, Bro, geisteskrank eingerichtet. Komm, so sieht die Perspektive von oben aus. Sehr fresh. Auch wenn jetzt Gäste kommen sollten zum Podcast zum Beispiel, werden die auch das Ganze auch von drinnen sehen, aus dem Streaming-Raum. Wir gehen mal rein. So, das ist mein Reich. Wow. Nie wieder Dachboden. Und diese Perspektive meinte ich, wenn jetzt Freunde, Familie, Bekannte oder auch Gäste kommen sollten, können die von hier aus Stories machen. Chat, was er sich da aufgebaut hatte, wirklich. Also, das ist wirklich so ein Eli Geller Macher-Move. Also, ich bin mir auch sicher, bevor er das alles angefangen hat, er hat VitaVate getrunken. Sonst wäre das quasi gar nicht möglich. Bruder, das sieht einfach cool aus. Deswegen habe ich auch bewusst diese Scheiben gemacht. Das war eine Extra-Anfertigung, weil du solche Scheiben nicht einfach so bekommst, ne? Auch dasselbe Spiel von hier. Wenn jetzt die Baustelle nicht wäre, kannst du auch von hier rausfilmen. Guck mal raus. Ja, guck mal. Sehr stark. Kameras habe ich, by the way, auch schon installiert, damit mir hier keiner einbricht. Und auch weitere Kameras, damit ich im Stream, wenn ich mal auf Toilette gehen sollte oder Gäste kommen sollten, dass ich auch einen Knopf drücke. Und dann wechselt sich die Perspektive von meinem Streamraum nach draußen. Junge, stell dir vor, er geht auf Klo, irgendwer ist unten auf gechillt, alleine er popelt so gerade. Er ändert Perspektive. Draußen ist schon cool, wenn der Gast hier reinkommt und so weiter und so fort. Das ist der Platz, an dem ich sitze, auf Videos reagiere, live komme und philosophiere. Hier wird sehr viel Content entstehen. Ich finde. Ah, deshalb liegt im Klo. Im Klo haben wir natürlich auch Kameras aufgebaut. Das ist sehr gelungen hier mit dem Licht. Boah, Junge, die Couch finde ich sehr fresh. Sehr, sehr nice. Wirklich schön gemacht. Dann, falls ihr die Reaktion auf dem zweiten Kanal schon gesehen habt, hier haben wir auch schon ein bisschen was aufgenommen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus, Bro. Hier werde ich wahrscheinlich andere Logos dran machen, auch mit LED-Lichtern. Wollte ich erstmal nicht, aber im Nachhinein denke ich mir, könnte auch gut ausschauen. Dann wird hier noch eine große Stange kommen, zack, sodass man hier immer die neuen Kollektionen aufhängt. An der Stelle. Ah, das ist cool. So quasi auch Produktionsstudio-mäßig. Am Montag bis Donnerstag nach Istanbul, um die neue Produktion freizugeben. Boah, ich finde, es sieht abnormal ungemütlich aus. Das ist aber noch nicht das Endresultat. Ich finde, für diese Zeit, in der er Arbeit da rein investiert hat, ist es krass, sage ich dir ehrlich. Boah, und es kann ja noch besser werden, er kann es ja noch upgraden und so. Natürlich fehlen da ganz viele Sachen noch, finde ich. Wenn mich nicht alles täuscht, müssten das 12 Artikel sein und das wird sehr cool, Bruder, weil wir die Qualität ein bisschen hochgeschraubt haben und endlich mal mehr Artikel haben. Es wird eine schöne Zeit. Ja, und dann werden wir die wahrscheinlich hier aufhängen. Darf ich fragen, wann der goldene Play-Button kommt? Wird doch langsam Zeit oder nicht? Ja, es wird wirklich langsam Zeit. Ich mache seit 10 Jahren YouTube-Videos. Gut, dass du es ansprichst, Digga. Armin ist auch professionell in der Kamera geworden. War schon immer professionell. Es tut mir wirklich leid. Wir sind bei 911.000. Das heißt, noch 89.000 Menschen müssen wir irgendwie davon überzeugen. Wenn ihr alle jetzt auf Abonnieren drückt, Freunde, genau hier unten, dann haben wir die 1 Million voll. Das wäre schon krass, aber ihr warte, seid alle. Warte, wie viel hatte? 914.000. Also ist eigentlich möglich, in diesem Jahr auf die 1 Million zu kommen, inshallah. Viel zu voll. Ihr guckt euch einfach die Videos an. Macht, was ihr wollt. Wir werden Woche um Woche uns dafür bemühen, mit gutem Content irgendwie noch diese 1 Million zu schaffen. Das wäre schön. Denn wenn wir die 1 Million erreicht haben sollten, werde ich die Play-Button auch höchstwahrscheinlich dahin kleben. Oder weißt du, was krass wäre? Ich mache einen hier und einen hier und hier messe ich ab, dass der Goldene hinkommt. Und weiß ich meine, und ja, irgendwann ist es soweit. Aber ich krieg auch einen Goldenen, ne? Hä? Ich krieg auch einen Goldenen. Natürlich. Wusstet ihr, wenn man einen Playbutton kriegt, man kann sich einen extra Playbutton bestellen? Nur der erste ist umsonst, den anderen musst du bezahlen. Voll viele wissen das gar nicht, aber das ist eigentlich möglich. Auch hier werden noch weitere Möbel kommen, dass ich meine Kameras und so weiter hinstellen kann. Ich werde noch ein bisschen kreativer mich hier ausleben. Ich versuche meine Mutter noch zu überzeugen, um mir ein Aquarium hinzumachen. Liebe Grüße an Montana Black, dein Aquarium brennt. Damit es noch angenehmer und cooler ist. Ich finde, diese Halle ist sehr gelungen und ich fühle mich sehr, sehr, sehr wohl. Es ist einfach ein schönes Gefühl, nicht mehr vom Dachboden aus Videos aufzunehmen. Und dass ich endlich einen Platz für mich gefunden habe, wo ich all den nachgehen kann, was ich halt in meinem Geschäft mache. Und das sind nun mal Streams, Videos, Klamotten. Ja, ihr kennt den Hasen. Was sagst du an mir? Was gibst du der Halle? Ich gebe der Halle eine saftige 11 von 10. Vielen Dank. 10 hätte mir auch schon gereicht. Und ich frage mich echt, ob die Leute jetzt kritisieren und irgendwas reinschreiben werden. Ich finde zum Beispiel, was sehr cool aussieht, ich finde dieses Logo hier kommt sehr cool. Finde ich sehr, sehr nice. Wirklich sieht schön aus. Aber hier, das sieht zum Beispiel so leer aus. Also hier müsste er noch irgendwas hinmachen. So für meinen Geschmack. Natürlich sieht clean aus, aber ich glaube, hier noch irgendwas wäre cool. War sehr viel Fleiß und Geld drin. Und ja, das soll es von der Halle erstmal gewesen sein. Den Rest werdet ihr dann wahrscheinlich in den Streams oder aus den Instagram-Stories sehen. Das ist erstmal. Was ich mich auch voll frage, ob es jetzt zu kalten Zeiten da sehr kalt ist. Weil die Räumlichkeiten sehen
bisschen so kalt aus, weil auch jeder mit Jacke und alles Mögliche rumläuft. Oder? Das wäre auf jeden Fall so ein kleiner Nachteil, aber kann man ja schnell klären, indem man sich da Heizkörper aufstellt oder so. Der Grundbau und ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Wir gehen jetzt in die zweite Halle. Hier ist die Logistik von unserer Firma Dollars & Istians. Hier werden die Klamotten verpackt, hier werden die Klamotten gelagert, versendet und so weiter und so fort. Ich sag's euch, wie es ist. Vor einem Monat hatte ich noch mies Druck, weil die ganzen Lager noch voll waren mit Klamotten. Jetzt, ihr seht selber, es ist alles leer. 400 Pakete sind hier noch ungefähr, die abgeholt werden müssen. Und die Klamotten, die ihr hier seht, sind auch schon ausverkauft. Ey, Chat, wie das aber für jemanden selber sein muss, in diesem Lager zu stellen und diese Pakete zu verpacken und die abzuschicken. Ich stelle mir das irgendwie voll cool vor, keine Ahnung, bin ich der Einzige, der so denkt? Ich stelle mir das so voll krass vor, als ob man irgendwas Heftiges geschafft hat. Versteht ihr, was ich meine? Kauf, wir haben nichts mehr außer T-Shirts. Das war's, Bruder. Es ist alles leer. Ali war am ersten Tag hier. Erzähl, Bruder, wie anstrengend war das hier, diese ganzen Regale aufzubauen und die LKWs auszuräumen? Erzähl mal den Leuten, wie dumm ich war. Das Allerschlimmste war, den LKW auszuladen. Ich habe extra zu Jan gesagt, so, Bruder, wir brauchen einen Gabelstapler. Er sagt, ja, Bruder, mein Nachbar hat einen Gabelstapler. Er kommt mit Ameisen, mit dieser Hydraulik, der konnte gar nichts machen. Liebe Grüße an Jones, der uns hier geholfen hat. Ja. Also ohne Jones wären wir komplett aufgeschmissen. Und der LKW-Fahrer hat sich auch mies beschwert. Also wir mussten einfach pro Stunde nochmal 100 Euro extra zahlen. Ja, dass er da mit uns gechillt hat. Auf jeden Fall war es sehr anstrengend, diese Regale hier aufzubauen, aber es hat sich am Ende des Tages gelohnt. Als die Regale zu Ende waren, kam das nächste Problem. Ein LKW kam an. Wir sind hier um 8 Uhr morgens. Ich, Jones, Ali, der Esel nennt sich immer als erstes. Bruder, und ich habe wirklich gedacht, dass das... Ey, das merke ich so oft. Ich habe diese Angewohnheit, wenn ich etwas erzähle, nenne ich mich immer zuerst. Und die Leute interpretieren da dann irgendwelche Sachen rein in deinen Kavala, die nehmen das richtig ernst, manche Chat. Ah, die Esel nennt mich immer zuerst, voll unsympathisch. Daran merkt man, dass du nur an dich denkst. Hä? Nein, Bruder, ich hab einfach nur meinen Namen zuerst gesagt. Zu dritt schaffen werden, diese ganzen Pakete hier reinzutragen. Erzähl mal. Auf jeden Fall, ich war am Arbeiten, dann ruf mich an. Ja, Bruder. Ist doch egal, wer als erstes genannt wird. Hab den Spruch immer gehasst. Danke, Rave. Junge, wie kann man so sympathisch sein? Ich komm mal kurz vorbei. Ware kommt, also die Pakete kommen gleich. Wir müssen aushandeln. Und ich dachte mir, okay, er sagt kurz eine Stunde. Wie lange dauert? Es hat schon angefangen, als der LKW nicht um die Kurve gekommen ist. Da hat schon angefangen. Ja, es ist ein LKW gekommen mit... Ja, aber wisst ihr, was zum Beispiel auch eine sehr... Ich schwör's euch, ich will ihn nicht auf Krampf gut reden, aber auch wenn ich ihn nicht kennen würde, würde ich das sagen. Was ich als außenstehende Person in dieser Sache sehr sympathisch finde, dass alle, die um ihn herum umgeben sind, sind Leute, die auch mit ihm waren vor 5-6 Jahren oder so. Das sind einfach seine Bres. Also er hat sich nicht auf Krampf irgendwie andere Mitarbeiter oder so gesucht, sondern das sind halt seine Jungs und das finde ich schon cool irgendwie. Tausenden Paketen und es war sehr anstrengend. Am Ende des Tages waren wir nicht 3 Personen, ich glaube, es waren 10, 12 Leute am Start. Nein. Und das ist nicht mal das Schwerste. Die Kartons ausladen ist schon mal die erste Sache. Ja. Die zweite Sache ist, diese ganzen verfickten Farben und Größen zu sortieren, Bruder. Wir sind hochgeklettert, ohne Stapler, dies, das. An der Stelle, jetzt haben wir Stapler, kommt ja nicht auf die Idee, uns anzuzeigen und irgendjemand hinzuschicken, ob hier alles der Norm entspricht. Alles entspricht inzwischen der Norm, okay? Weißt du noch, wo ich da oben war, ohne Sicherheit zu... Da kann ich mich nicht erinnern, dass es nie passiert. Und jetzt schaut euch das an. Alle Regale waren voll, ne? Wie geil das so irgendwie aussah oder wie voll das hier aussah. Der Weg hier komplett bis so oben, yeah. Überall Kartons. Die Regale haben nicht mal für die Pakete gereicht. Es waren noch viele hier einfach auf dem Boden. Aber es ist jetzt endlich weg. Und dafür seid ihr alle verantwortlich. Alhamdulillah. Wallah. Es hat sich alles gelohnt, genauso wie es gekommen ist. Chok Emekverdik, Bruder, und ihr habt euch bewiesen. Wir haben... Chok Ekmekverdik. Wirklich abrasiert. Und mit abrasieren meine ich wirklich hardcore abrasieren. Wir haben tatsächlich mehr eingenommen als bei Black Friday, obwohl es sogar ein Ort zu verlosen gab. Das sind echt starke Zahlen. Ja, das spricht auf jeden Fall für sich. Und deswegen, ja, machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. In 2 Monaten kommt die Frühlingskollektion. Jetzt am Montag fliege ich rüber, habe ich ja schon vorhin im Video gesagt. Junge, ich muss eine Sache sagen, gell? Ich habe dich so gut geredet, Can. Aber wo ist mein Klamottenpaket, Bruder? Tamam, du brauchst keine Werbung, aber trotzdem, wo ist mein Paket? Bruder, und dann kommt endlich hochwertiger Scheiß. Ich freue mich übertrieben. Gut, das soll es dann von den Lagern gewesen sein. Jetzt machen wir weiter in meiner Wohnung. Ich bin umgezogen. Ich wohne nicht mehr in Istanbul, meine Damen und Herren. Angekommen. Hey, du hast nie wirklich in Istanbul gelebt. Was labert er? Aber 6 Monate, eine Woche hier. Spaß. Ich wohne tatsächlich 1 Minute Fußweg von unserem richtigen Zuhause, wo meine Mutter und meine kleine Schwester wohnt, weit entfernt. Das heißt, ich bin in der Siedlung geblieben, wo ich auch schon vorher war. Warum habe ich mir diese Wohnung geholt? Ich habe mich daran gewöhnt. Sag ich euch, wie es ist? In Istanbul habe ich auch ein Jahr... Çok emek, viel Mühe. Çok ekmek, viel Brot. Ach so, çok iyi. Teşekkürler, abi. Ich auch schon vorher war. Warum habe ich mir diese Wohnung geholt? Ich habe mich daran gewöhnt. Sag ich euch, wie es ist? In Istanbul habe ich auch ein Jahr alleine gelebt. Jetzt habe ich auch hier eine eigene Wohnung. Und das ist schon gut, Bruder, weil auf der Arbeitsstelle bin ich mit meiner Mutter schon den ganzen Tag zusammen. Zu Hause habe ich immer dieses Gefühl von Arbeit auch, wenn ich auf meinem Dachboden bin. Ich denke an meinen Stream. Ich sehe die Kameras. Das macht mich irgendwie verrückt, so weißt du, ich meine. Das können nur Leute verstehen, die auch ein bisschen YouTube-Videos drehen oder in der Influencer-Welt sich aufhalten. Freunde, psychisch gesehen, das auch
sehr, sehr wichtig, dass du eine Räumlichkeit hast, wo du full in dein Flow bist zum Arbeiten, zum Worken, zum Hustlen und so in deinen Tunnelblick drin bist. Und wenn du zum Beispiel eine Sache hast, die davon distanziert ist, wo du einfach weißt, ey, das ist privat, das ist zum Chillen, das ist zum Schlafen. Man sagt so, für deinen Workflow ist das sehr, sehr wichtig, so ein auf dem, weil sonst es könnte sein, wenn zum Beispiel hier ein Raum wäre, in dem ich auch privat jetzt schlafen gehe und hier ein Bett stehen würde, könnte es sein, dass ich streame, dieses Bett sehe und müde werde, weil ich damit Schlafen assoziiere. Oder umgekehrt, ich nicht schlafen könnte, weil ich hier die ganze Zeit arbeite. Also das eine kann dem anderen sehr stark schaden. Aber ja, ihr könnt es mir glauben, ihr könnt es machen lassen. Ich bin sehr zufrieden. Also, ich habe hier 2 Etagen. Unten ist noch eine Familie und die 2 oberen Etagen gehören mir. An der Stelle entschuldige ich mich für die Lichtverhältnisse. Sorry, dass wir das hier nicht ein bisschen professioneller aufnehmen, aber scheiß drauf. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Wohnzimmer. Das ist mein Wohnzimmer. Sorry für das gelbe Licht, das werden wir auf jeden Fall noch wechseln. Ich werde auch... Boah, diese gelben Lichter, Chat, die sind Gift für einen jeden YouTuber oder Influencer. Ich sag dir, wie es ist. Deswegen, ich fand das auch in der Wohnung, in der ich hier eingezogen bin, so krass. Habt ihr gesehen, die ganzen Lichter, Bro, die waren auf Influencer angelehnt. Das waren so diese weißen Lichter. Ein anderes Licht hier holen, das gefällt mir nicht vom Vormieter. Liebe Grüße. Meine Couch, mein Tisch. Ich bin frisch vor einer Woche hier eingezogen und wir haben das Beste draus gemacht. Tatsächlich sind die Möbel erst heute alle angekommen. Wir haben heute alles hier aufgebaut. Ich hatte nur mein Bett oben, das zeige ich euch gleich. Also ja, hier sitze ich, hier chill ich. Freunde und Familie kommen hier hin. Ich zeige euch mal den Rest des Wohnzimmers. Hier haben wir einen Esstisch. Auch diese Möbel habe ich tatsächlich alle von Demil Home. Das sind coole Sachen, Bruder. Schon mal. Ja, aber da sieht man wirklich, wie viel er in letzter Zeit getan hat, Bruder. Er hat einmal gefühlt schon diese Wohnung auch eingerichtet. Wie krass ist das denn? Tisch an. Dieses Holz wird aus Indien bestellt oder so. Keine Ahnung, Bruder. Man muss noch alles abgemacht werden. Es ist alles gerade frisch aufgebaut worden. Daher, verzeiht mir. Auch dieser Tisch sieht sehr edel aus. Könnt ihr euch ja gerne reinziehen. Ich bin sehr zufrieden. Chok Ekmek. Komm mit, das ist meine Küche. Was sagst du, Küche, Ali? Die Küche ist echt top. Ja, finde ich auch. Da hat die Vormieterin echt schöne Arbeit geleistet. Ich habe schon direkt eine Küche gehabt. Hier wird gekocht, gesund ernährt. Was haben wir hier in der Fritteuse? Fischstäbchen. Magst du Fischstäbchen? Nee, ich verzichte auf Fischstäbchen. Das okay. Ja, das ist meine Küche. Meine Küche ist im Wohnzimmer verbunden. Kommen wir zum Badezimmer. So, reinspaziert. Auch hier gelbes Licht. Diese Lichter werde ich auch verändern. Es müssen... Boah, aber das Badezimmer, Junge, wie cool sieht das aus, Chat, mit diesem Licht. Das sieht richtig nice aus, finde ich, die Decke. Nice Idee ist dann überall. Keine Ahnung, wer die Leute... Dripbad, sein Vater. Chok Ekmek, es ist so. Verarscht mit gelben LEDs. Das ist mein Reich. Hier gehe ich baden, hier gehe ich duschen. Junge, wie viel Platz hat man in der Dusche? Hier gehe ich scheißen. Ja, was wollt ihr hören? Das ist ein schönes Badezimmer, schön groß. Von sowas habe ich immer... Was fühlt ihr mehr? Bad oder Dusche? Bro, ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich letztens gebadet habe, Bro. Ich bin voll der Duschtyp. Keine, was für Bad, Bruder? Dusche, beides. Jacuzzi, sorry. Badewanne, so nice, einfach Entspannung. Aber das ist etwas, das kannst du nur so alle 3-4 Wochen machen, oder? Ich glaube mal so, es gibt bestimmt keine Leute hier, die jeden Tag baden. Bro, ich meine, hä, wer hat da die Zeit dafür? Alles so schön Platz. Keine Frauenhaare zwischen meinen Kamm und so. Weiß ich mal, das ist ein Luxus. Ja, komm, jetzt gehen wir nach oben. Wie gesagt, das war die 2. Etage. Kommen wir zur 3. Etage. Fangen wir mit meinem Ankleidezimmer an, würde ich sagen. Das ist mein Ankleidezimmer. Ganz. Er hat jetzt auch ein Ankleidezimmer. Ich hatte einfach vor John ein Ankleidezimmer, Chat. Schlicht wurde aus Ikea einfach... Da habe ich ihn outgedrippt. Gekauft, zusammengebaut, weil ich werde auch nicht lange hier bleiben. Vielleicht werde ich hier 1 bis 2 Jahre wohnen und dann werde ich mir gucken, dass ich mein Haus baue oder kaufe in Gladbeck. Weißt du, ich meine? Aber ich bin sehr zufrieden. Noch nicht viele Klamotten tatsächlich drin. So viele Klamotten hat euer Bruder gar nicht. Naja, ich habe zugenommen und muss abnehmen. Und dann Ey, wisst ihr, was ich ein Problem habe, Chat? Ich tue mich manchmal schwer, einfach so unnötige Kleidungsstücke auszusortieren. Habt ihr auch diese Krankheit? Ich weiß, ich habe da voll das Problem, weil zum Beispiel, ich habe etwas, das ich so voll lange nicht getragen habe. Und ich denke mir so, Mann, aber was, wenn ich es doch mal brauche zum Anziehen? Obwohl ich es gar nicht brauche, ich werde es nie anziehen wahrscheinlich. Ja, same, fühle ich. Ja, Mann, ja. Ja, hier mache ich ein bisschen Sport, wenn ich morgens wach bin. Stark. 50 Kilo stark. Pro Seite. Und wenn es jetzt tatsächlich dunkel wäre, würde ich das... Junge, der Spiegel. Noch besser, ihr seht, es kommt schönes Licht hier rein, Bruder. Nicht wie auf meinem Dachboden so eng, wo du dich wie Gollum fühlst. Hier hast du Licht, Bruder. Sauerstoff, machst du Sport, ziehst dich um. Einfach nur geil. Tatsächlich habe ich noch ein Badezimmer. Das benutze ich aber auch nur, wenn ich in der Nacht auf Toilette muss. Duschen und so weiter tue ich eigentlich nur unten. Eine Dusche, eine Toilette, Waschbecken. Was ist das jetzt? Junge, das ist eine Wohnung gefüllt für eine 5-köpfige Familie, Chat. Begehrt. Sehr schön. Finde ich auch sehr schön hier. Finde ich auch. Hier schlafe ich.
Alles sieht nach einem Upgrade aus. Es ist immer noch ein Dachboden, also ihr werdet mich aus dem Dachboden hier rauskriegen. Aber ja, wie findest du mein Bett? Das Bett hat auf jeden Fall was, ja. Hat was, ne? Guck mal, die kann man hier auch aufmachen. Hier Das ist cool. Auf der anderen Seite. Das ist echt cool. Ja, praktisch der Kopf dieses Bett. Ich finde aber, das Bett sieht so ein bisschen sus aus. Das gibt mir so sus-Vibes, ich weiß nicht. Das hat leider nicht durch die Tür gepasst. Deswegen muss ich 2 Wochen warten. Er hat mir ein kleineres bestellt, sodass es hier auch passt. Und dann ist das Bett auch komplett. Hier liege ich, Bruder. Und nachts schaue ich hier NBA. Schau dir den Fernseher an. Oh, oha, das ist ziemlich gut positioniert, der Fernseher. Nice genutzt, wirklich, Walla. Walla, Millionärsfeld. Nee, ich bin noch lange kein Millionär. An der Stelle... Junge, ihn triggert das immer so sehr, wenn man sagt Millionär. Ich habe letztens auf sein Streamingzimmer, habe ich auf Instagram geantwortet. Ich so, oha, Millionär, Maschallah, richtig schönes Zimmer und so. Er so, lange kein Millionär. Montez, tut mir leid, falls du das Video siehst. Kabelkanäle habe ich auch schon gekauft, aber ich war noch zu faul, um das dran zu machen. Aber das wird alles noch passieren. Und den Rest werdet ihr wahrscheinlich dann in meinen Instagram-Stories sehen, wenn wir noch mehr Krimskrams gekauft haben. Das Stark. Haben wir jetzt in einer Woche hier aufgebaut und ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Und Wohlfühlen ist das wichtigste Stichpunkt in diesem Video. Ich bin sehr dankbar für mein Leben. Ich bedanke mich für den ganzen Support für diese ganzen Jahre. Das alles hier zu haben, ist kein Goal. Das Goal ist erst, wenn ich das auch weiterhin so weiter finanzieren kann. Weißt du, ich meine? Wir haben sehr hohe Ausgaben. Wir gönnen uns diesen Look. Naja, du hast trotzdem was Krasses erreicht. Das ist heftig. Das ist wirklich krass. Ich finde generell, das, worauf es ankommt, ist nicht das Ziel an und für sich, das, was du dir als Punkt genommen hast, sondern auch der Weg dahin, weil das ist ja das, was dich immer so anspornt und antreibt, weil oft kommt es ja auch so vor, dass oft passiert es ja auch so, dass Leute ihr Ziel erreichen und dann voll ihre Motivation verlieren und gar keinen Anhalt mehr im Leben finden. Luxus und deswegen müssen wir auch weiterhin motiviert bleiben und als Zuschauer zusammenhalten. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video für diese Woche gut unterhalten. Wenn ja, gebt diesem wieder einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht getan habt und kommentiert auch gerne was Nettes, wenn ihr möchtet. Ich lese mir jeden Kommentar durch und dann würde ich sagen, ich bedanke mich für den Support und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche mit Stark. Einem neuen, frischen Video. Dankeschön für alles, meine Damen und Herren. Fühlt euch alle von mir umarmt. Stark, sehr, sehr süßes Video. Sehr sympathischer, gut aussehender, erfolgreicher Geschäftsmann. Allahumma barik, Bro. Ich wünsche dir und deinem Umfeld und deiner Familie nur das Beste und ja, passt auf euch auf, Jungs. Ehre, Ehre.